Godzilla greift Kong erneut an im zweiten Trailer zum kommenden Godzilla Kong, The New Empire Film. Und jetzt mal wirklich ganz ehrlich, wir haben uns doch alle beim Schauen des Trailers gedacht, was geht denn da jetzt gerade wieder ab? Ich meine, im Endeffekt haben wir das Ganze dann auch mehr oder weniger einfach so akzeptiert. Es wird schon irgendeine Begründung haben, aber so wirklich gewusst, was da eigentlich gerade abgeht, das haben wir nicht. Deswegen bin ich heute hier. Ich werde euch heute erklären, was wir denn da wirklich sehen. Und ja, es gibt eine sehr plausible und sehr einfache Erklärung dafür, warum Godzilla und Kong sich hier in dem Trailer in Ägypten erneut fetzen. In diesem Sinne fangen wir an. Viel Spaß mit dem Video. Okay, wie immer werde ich jetzt hier einfach eine Teil-Spoiler-Warnung raushauen. Das könnte so eintreffen, muss aber eben auch nicht. Ich habe da erneut ein paar Informationen bekommen, was da wirklich passiert, aber auch die müssen natürlich wieder mal nicht stimmen. Das will ich nur von vornherein erneut sagen. Noch dazu will ich ganz kurz darauf eingehen, dass die Szene, in welcher wir im Trailer sehen, wie Godzilla gegen das Militär kämpft, wo diese Kampfflugzeuge auf ihn zufliegen und auf ihn schießen, das hat einen anderen Grund als der, über den wir eben jetzt sprechen. Wir sprechen hier darüber, warum Kong und Godzilla erneut gegeneinander zu kämpfen scheinen und das, obwohl ja eigentlich der Konflikt in Godzilla vs. Kong mehr oder weniger beendet wurde. Und ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Es gab in dem Trailer wirklich einige Sachen, über die wir hier noch sprechen werden. Ich werde alle möglichen Sachen aus diesem Trailer, nur schon mal als Vorwarnung hier, nach und nach nochmal auseinanderzupfeln, denn ihr habt mir so viele Fragen geschrieben und so häufig wurde dann irgendwie auch in die Kommentare unten reingesetzt, ey, Trailer 2 hat eigentlich wesentlich mehr Fragen aufgeworfen, als eigentlich wirklich beantwortet. Ich meine, was will Scar King jetzt eigentlich? Was ist denn jetzt sein perfider Plan? Welchen Stellenwert hat Shimo in der gesamten Nummer? Warum ist Mothra jetzt wieder mit dabei? Warum kämpfen die Menschen erneut gegen Godzilla? Oder eben jetzt die Frage, die wir hier in diesem Video beantworten werden. Warum greift Godzilla Kong an? Und dazu schnappen wir uns einfach mal eine Aussage von Adam Wingard selbst. Und wir können das, was ich euch jetzt erzähle, wirklich in den Kanon des Monsterverse mit einpflastern. Denn Adam Wingard wird, ob es dem einen oder anderen gefällt oder nicht, mehr oder weniger so das Mastermind hinter dem Monsterverse werden, zumindest so eine Art Kevin Feige, also so wie es eben aktuell aussieht, wird er als Regisseur erstmal am Ball bleiben. Wir wissen natürlich noch nicht, was dann da jetzt im Verlauf eben noch kommt und ob er dann wirklich auch den nächsten Monsterverse-Film erneut drehen wird, aber so wie das Ganze vor einiger Zeit dann auch wirklich erklärt wurde, soll Adam Wingard sogar dann, wenn er eben nicht als Regisseur tätig ist, irgendwie dann doch einen Blick über die gesamte Nummer halten. Und das halte ich für sehr vernünftig, denn man braucht jemanden, der so ein gesamtes Universum dann doch überwacht. Und ich meine, das sehen wir auch an Marvel und so gerne ich über Marvel herziehe, das klappt dann irgendwo dann doch einigermaßen gut, dass man dann da vernünftige Stränge hat, dass da wirklich jemand sitzt und einfach guckt, okay, passt das eben jetzt damit rein und kann man das jetzt eben damit reinpacken. Ob Adam Wingard dafür jetzt der perfekte Mann ist, das werden wir in der Zukunft dann noch erfahren. Auf jeden Fall ja, Adam Wingard hat sich zu einer Thematik geäußert und zwar schon bereits zum Zeitpunkt von Godzilla vs. Kong. Und genau da müssen wir jetzt ansetzen, um zu verstehen, was in Godzilla Kong wirklich passiert. Denn am Ende von Godzilla vs. Kong, Achtung Spoiler zu diesem Film, sehen wir ja, dass Godzilla ganz klar den Kampf gegen Kong gewinnt und auch das wird im Trailer zu Godzilla Kong The New Empire nochmal angesprochen, dass Kong einfach fast gestorben ist beim letzten Aufeinandertreffen mit Godzilla. Denn Kong hat den Kampf ja nur überlebt, weil danach mit diesem komischen Raumschiff da von Herrn Skarsgård noch irgendwie so ein Elektroimpuls in Kong runtergeschossen wurde und deswegen wurde er quasi reanimiert. Kong wäre ansonsten in Godzilla vs. Kong gestorben. Ganz zum Schluss des Films sehen wir dann, wie Godzilla und Kong sich eben nochmal angucken und dann verschwindet eben Godzilla zurück im Meer. Und hierauf wurde Adam Wingard ebenfalls angesprochen, wie ist jetzt eigentlich die Beziehung der beiden? Die Frage wurde eben auch schon gestellt, lange bevor überhaupt der Titel Godzilla Kong The New Empire bekannt gewesen ist, also wirklich kurz nachdem Godzilla vs. Kong im Kino gelaufen ist. Beziehungsweise auf HBO Max, weil damals war das ja noch so ein bisschen ein Problemchen mit den Kinos. Und Adam Wingard hat sich wie folgt dazu geäußert. Godzilla hat Kong bei diesem letzten Aufeinandertreffen, bei diesem Schrei, wo sich beide quasi nochmal ihren Respekt zollen, zwar auch Respekt gezollt, ja, aber er hat ihm ganz klar mitgeteilt, dass sollte Kong noch einmal zurück auf die Erdoberfläche kommen, dann wird Godzilla dafür sorgen, dass er eben von dort oben wieder verschwindet. Das mag jetzt ein bisschen radikal rüberkommen, aber auf der anderen Seite hat auch die Serie Monarch Legacy of Monsters genau das erzählt, dass Godzilla wirklich immer dann sehr harsch eingreift, wenn es darum geht, das Gleichgewicht zu bewahren. Godzilla möchte dafür sorgen, dass die Menschen an der Oberfläche bleiben, dass die Kongs in diesem Fall in der Hollow Earth bleiben,
und eben bestimmte andere Kreaturen und Kaijus in Axis Mundi, also in dieser Zwischenwelt, verharren. Godzilla möchte dafür sorgen und hat quasi darauf hingewiesen, dass wenn dieses Gleichgewicht noch einmal gestört wird aus irgendeinem Grund, dann muss er eben hier wieder eingreifen. Ebenfalls ist Adam Wingard darauf eingegangen, dass diese radikale Art von Godzilla daherkommt, da er quasi diese extremen Schutzmaßnahmen ergreifen muss durch den Vorfall mit Ghidoras Gehirnzellen, die dann da in Mechagodzilla verpflanzt werden. Und Godzilla weiß eben, was für eine Gefahr davon ausgeht, wenn das Gleichgewicht nun eben immer mehr gestört wird. Noch dazu erfahren wir auch im Trailer Godzilla Kong, dass Godzilla diese Gefahr spürt, die in der Hollow Earth gerade von sich geht. Und ja, auch hier haben wir einen Spoiler bekommen, also wir haben zumindest eine Aussage bekommen von Adam Wingard, dass das der Grund ist, warum Godzilla überhaupt diese Godzilla-Evolved-Form annimmt. Das heißt, die Evolved-Form wird nicht zum Ende des Films kommen, nein, sie wird schon relativ früh im Film aktiviert werden, nämlich in dem Augenblick, in dem Godzilla dann wirklich anfängt zu merken, dass in der Hollow Earth etwas nicht stimmt. Und Godzilla kann spüren, dass sich eine neue Macht auftut. Im Falle von Godzilla Kong wird Godzilla hier also ganz klar spüren, dass in der Hollow Earth Gefahr durch eine Spezies Kong erneut hervorgeht. Und da müsst ihr euch folgendes Szenario vorstellen. Godzilla befindet sich aus irgendeinem Grund in Ägypten und ich habe ja auch schon gesagt, dass die Pyramiden irgendeine größere Rolle spielen werden. Was für eine Rolle das ist, das weiß ich bisher auf jeden Fall noch nicht. Vielleicht kriegen wir das auch noch raus. Auf jeden Fall wird sich Godzilla hier bereits in Ägypten befinden. Plötzlich tut sich ein gewaltiges Loch in der Hohlerde auf, nachdem Kong den Kampf gegen Scar King und eben Shimo verloren hat. Und Kong flüchtet aus der Hohlerde raus und taucht plötzlich genau vor Godzilla auf, der natürlich komplett in Rage gerät, denn er hat ja nur gespürt, dass durch die Kongs eine Gefahr ausgeht und greift daraufhin sofort an. Das heißt ja, zum einen hat Godzilla bereits in Godzilla vs. Kong sein Territorium klargemacht, er ist das Alpha der Oberfläche, Kong hat sich von hier oben fernzuhalten. Und dieses Verhalten ist auch wirklich relativ gut auf die echte Natur zu beziehen, also Tiere verhalten sich eben so wirklich territorial und zum anderen eben hat Godzilla aber dann auch noch diese extreme Gefahr gespürt, die eben in der Hollow Earth ausgeht und er hat sehr wahrscheinlich einfach die Gefahr durch einen Scar King gespürt, vielleicht auch noch die Gefahr durch einen Shimo oder er konnte die Gefahr überhaupt nicht zuweisen und sieht dann auf einmal, wie Kong erneut an die Oberfläche kommt. Und genau das erklärt uns übrigens auch die Szene hier, wo wir sehen, wie Godzilla in der Evolved-Form einfach durch diesen Wasserkanal durchgleitet und dabei wirklich auch auf keine Rücksicht auf Verluste nimmt. Wir sehen ja auch, wie er dann eine Brücke zerstört, wo Autos oben mit draufstehen. Und diese Szene hier könnte zum Beispiel der Moment sein, in dem Godzilla spürt, dass sich in Ägypten dieses Portal auftut. Er schwimmt durch diesen Kanal durch, bis in den Ozean, macht sich dann eben auf den Weg nach Ägypten, kommt dann eben an dieser Stelle an, wo er diese Energie spürt, das Portal geht auf und Kong kommt heraus. Das Ganze würde genauso passen, denn wir haben ja auch schon in Godzilla vs. Kong gesehen, wie radikal und aggressiv Godzilla wirklich vorgeht, wenn er diese Gefahr spürt. In Godzilla vs. Kong war es eben noch Ghidorah gewesen. In dem Fall jetzt hier eben wird es Shimo sein oder Scar King oder vielleicht auch beide. Und das Portal geht eben auf. Manche vermuten ja auch, dass man ganz kurz in dem Portal, wenn das sich öffnet, noch so die Rückenplatten von Shimo sieht. Das will ich gerade nochmal ein bisschen anzweifeln, weil ich wüsste jetzt nicht, wie dann auch ein Shimo, der auch noch mit hindurchkommt, dann aber in dieser Szene im Trailer nicht mehr zu sehen ist, wie man das Ganze irgendwie dann erklären sollte. Ich schätze einfach mal, dass Scar King und Shimo Kong jagen und Godzilla eben dann diese Aura von den beiden Kaiju spürt und dann schießt aber nur Kong aus diesem Loch heraus und Godzilla geht eben davon aus, ja, okay, das ist jetzt hier die Gefahr, ich habe dich einmal gewarnt und schießt dann eben erstmal sofort los. Ebenfalls gehe ich davon aus, dass dieser Kampf dann relativ schnell auch wieder aufgelöst wird und Kong dann eben auch versucht, Godzilla mehr oder weniger zu erklären, was denn hier wirklich gerade die Gefahr ist. Auf jeden Fall können wir schon festhalten, die ganzen Theorien von wegen Godzilla wird von Scar King kontrolliert oder irgendwas ähnliches, die stimmen definitiv nicht. Godzilla verspürt einfach diese Aggression, weil er die Gefahr aus der Hollow Earth eben wahrgenommen hat. Ein weiterer Leak behauptet ja auch, dass angeblich bereits weitere Kaiju an die Oberfläche gekommen sind, weil sie eben aus der Hollow Earth flüchten aufgrund von Scar King und dass Godzilla bereits gegen die auch schon mal kämpfen musste. Und der Leak erzählt ja auch, dass der gesamte Kampf gegen Skylla, oder wie das Spinnentier da heißt, das in Rom auftaucht, dass das schon der erste Kampf mit Godzilla sein soll. Wo Godzilla langsam auf den Trichter kommt, hier stimmt irgendwas nicht. Die Titanen flüchten wieder aus ihren eigenen oder aus ihren eigentlichen Territorien. Und Skylla soll dann wohl auch Godzilla angreifen, weil er eben jetzt nicht mehr das absolute Alpha ist. Und daraufhin will Godzilla eben herausfinden, wer ist das neue Alpha jetzt? Und dann taucht eben diese Energie auf, dann taucht Kong auf. Und Godzilla rechnet erneut falsch zusammen, 1 und 1 ist 9.
Und dann greift er eben Kong an. Jetzt schreib du mir wie immer deine Meinung dazu in die Kommentare unten rein. Meinst du, dass das genauso eintreffen könnte? Meinst du, das Ganze würde so passen? Ich bin der Meinung, ja. Zumindest das, was Adam Wingard gesagt hat, wo er auch ganz klar darauf hingewiesen hat, ey, Godzilla hat Kong gewarnt, komm nicht mehr zurück an die Oberfläche. Allein das kann man ja schon mal so stehen lassen und dann wäre es eben ein territoriales Verhalten. Ich gehe aber davon aus, dass Godzilla ebenfalls noch die Energie spürt von Shimo und Scar King in der Hollow Earth und dann taucht eben Kong auf seiner Flucht da oben auf und Godzilla greift ihn daraufhin eben an. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video, ihr Lieben. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.